Köln. Bei Let's Dance wurden die Karten am Freitagabend noch einmal ganz neu gemischt. Juror Jorge González, 56, zückte sogar erstmals in diesem Jahr die 10-Punkte-Kelle. Für eine Promi-Dame ist das Tanzabenteuer hingegen beendet. Comedian Toni Bauer entwickelt sich bei der RTL-Show langsam aber sicher zum Publikums- und Jury-Liebling. Nach seinem Quickstep an der Seite von Anastasia Stan, 26, halten erste Sprechchöre mit seinem Namen durch das TV-Studio. Ich habe auf diesen Moment gewartet, brüllte González voller Begeisterung in die noch immer gröhlende Kulisse hinein und belohnte das Tanzpaar für seine Performance mit der Höchstpunktzahl. Selbst der sonst so strenge Chefkritiker Joachim Jambi zeigte sich vor der Darbietung des jungen Nordrhein-Westfalen begeistert. Ihr seid einfach unterhaltsam, ihr seid so positiv und tanzt unfassbar gut, schwärmte der 59-Jährige. Am Ende setzte sich das Duo Bauer, Stan mit 25 Punkten gar an die Spitze des gesamten Teilnehmerfeldes. Die Profitänzerin aus Moldau konnte ihr Glück kaum fassen und verdrückte noch auf der Bühne die ein oder andere Freudenträne. Tones Lebensgeschichte berührt die Menschen. Im Alter von 8 Jahren erhielt er die Schockdiagnose Kurzdarmsyndrom, besitzt seit einer Operation keinen Dünndarm mehr und muss über einen Rucksack künstlich ernährt werden. Nur knapp entkam er damals dem Tod. So sah das Let's Dance-Tableau am Freitag nach der Jurybewertung aus. Eva Pattberg ist raus. TV-Zuschauer lassen Model über die Tanzklippe springen. Keine Chance mehr auf den Titel Dancing Star 2024 hat indes Eva Pattberg. Das 44-jährige Model performte zusammen mit Tanzpartner Paul Lorenz, 37, ebenfalls einen Quickstep, erhielt dafür allerdings nur 12 von 30 möglichen Jurypunkten. Das ist zu wenig, urteilte Jambi nach dem letzten Schritt. Es fehle der Blondine einfach an Konstanz. Derselben Meinung waren im Übrigen auch seine 2 Jurykollegen. Nach einem starken Beginn sei der Tanz gegen Ende immer unsauberer geworden. Alle Hoffnungen ruhten also auf den Anrufen des Publikums, doch auch das konnte Eva nicht mehr retten. Gemeinsam mit Stefano Zarella, 33, musste die Blondine bis kurz nach Mitternacht zittern. Bevor ihr Show aus endgültig besiegelt war. Am kommenden Freitag geht es bei Let's Dance mit dem Motto Italo Night weiter. Sollte bis dahin keine Leistungsexplosion bei dem deutsch-italienischen Influencer und seiner Tanzpartnerin Maria Maxina, 27, stattfinden, könnte es abermals eng werden.